Willkommen zu Dr. Eggens Sprechstunde und willkommen zu Let's Play Grandia. Es ist gefühlte 10 Jahre her, dass ich Grandia das letzte Mal aufgenommen habe. Wir sind in den Domruinen stehen geblieben. Ging es hier weiter oder? Ich glaube, wir müssen... Ich weiß nicht mal mehr, wo es lang geht, Leute. Das ist echt schon extrem lange her. Ich glaube, wir müssen... Ja, das sieht richtig aus. Da oben sind Gegner, die aber nicht hier runterkommen, wie es scheint. Warum nicht? Es muss doch eine Möglichkeit geben, gegen die zu kämpfen, oder? Ah, da sind sie. Da kommen sie. Ich lasse den Kampf auch jetzt einfach mal drin. Ne, weil ich glaube, Dom-Orks hatten wir noch nicht, oder? Du levelst einfach mal weiter, Feuer auf, indem du jetzt so eine coole Feuersäule machst. Mach mal auf den. Und warten wir einfach mal, was geschieht. Vielleicht reicht die Feuersäule ja auch schon, ne? Ich finde die nach wie vor geil, die Feuersäule. Die reichte auf jeden Fall schon ein bisschen. Das ist... Sue müsste eigentlich... Ich glaube, wir sind doch, glaube ich, schon alle voll geheilt. Wie sieht's denn aus? Ja, Sue müsste eigentlich heilen mal ein bisschen aufstufen. Aber sie greift jetzt erstmal einfach normal an. Fena lernt auch weiterhin Feuer. Mal gucken. Feuersäule macht sie jetzt... Das große Finale und damit alle kaputt. Sieht so aus, auf jeden Fall. Ja. Schön. Pretty easy. Und da war irgendwie so eine Pixelstange neben Sue. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Ja, gut. Keiner ist eine Stufe aufgestiegen. Was heißt hier gut? Es ist nicht gut. Aber jetzt sieht es aus, als ob das Spiel hängen geblieben ist. Sehr schön. Sehr schön. Dann resetten wir einfach mal die Konsole. Ja, ich schneide das jetzt nicht raus, ich lasse das drin. Technische Fehler gehören einfach dazu. Ja, kommt jetzt wahnsinnig professionell rüber, aber das liegt ja nicht an mir. Es liegt an der Technik. Ich hatte bisher nie das Problem, dass das Spiel so hängen geblieben ist, obwohl einmal hatte ich das Problem. Ja, nervt nicht. Ich hab mir kürzlich jetzt auf Windows 10 habe ich jetzt geupdatet und seitdem werde ich ständig genervt, ich solle doch irgendwas tun. Ich möchte aber nichts tun und nach wie vor ist dieses Laden- und Speichern-Menü von Grandia entsetzlich langsam. Könntest du bitte aufhören, mir irgendwelche Software-Updates andrehen zu wollen? Danke. Gut. Und hier sind wir wieder. Falls ich jetzt nochmal gegen die kämpfe, schneide ich das aber raus. Kommt. Hey, diesmal ist das Spiel nicht abgestürzt. Das ist ja wunderbar. Ich habe aber jetzt gerade was bekommen, was ich eben nicht bekommen hatte. Ich gucke mal gerade, Justin hat momentan noch ein Schwert als Ausrüstung. Das heißt, ich wollte ihn wahrscheinlich erstmal mit dem Schwert aufleveln lassen. Weil, was lernt er als nächstes? Technik. Nein, ich wollte bei Justin bleiben. Er lernt bei Schwertstufe 12 etwas. Schwertstufe 12. Also lasse ich ihm erstmal das Schwert, bis er 12 hat als Stufe. Sind ja nur noch 3 Stufen hin. Was hatte ich denn eben? Ich hatte irgendeine Keule gekriegt.
da diese Heilkeule. Plus, die ist extrem gut. Die ist extrem gut. Ich möchte aber trotzdem mit dem Schwert bleiben. Sie könnte die auch ausrüsten. Ich gucke gerade mal, was könnte denn Sue noch an Techniken lernen mit einer Keule? Okay. Sue ist eigentlich... Ich mochte das, dass sie den Bogen hat, aber mit dem Bogen kann sie einfach nichts mehr lernen. Das heißt, ich steige auf die Keule um mit Sue. Dann haben wir das geklärt. Macht sie sowieso dann auch stärker vom Angriff her. Dann kann sie ein bisschen... Wie viel hatten sie mit der Keule bis jetzt? Gucken wir mal, wie viel... Sie ist Stufe 2 mit der Keule, okay. Das heißt, sie müsste noch 5 Stufen aufsteigen, dann könnte sie diese eine Attacke da, diese Fragezeichen-Attacke. Und es gibt scheinbar noch irgendwas, was dann mit Wasser, das ist gut, weil sie hat ja auch Wasser, das levelt sie dann auch auf. Mal gucken. Fina bleibt bei... Was hat sie? Peitsche, ne? Dann bleibt sie dabei, bis sie Stufe 14 erreicht hat. Gut. Brauchen wir hier nichts mehr ändern und ich rede schon wieder viel zu viel. Wir wollen auch... Autsch! Was sollte das denn? So, wir haben ja den Vorteil, dass wir ja noch ein bisschen trainieren können, weil der Speicherpunkt nicht ganz so weit weg ist. Okay, Fena ist eine Stufe aufgestiegen. Ich muss mich erstmal wieder in diese Steuerung reinfuchsen. Der ist fies. Nur der eine kommt raus. Aber ich kann ja zum Speicherpunkt zurückgehen und mich dann einfach wieder voll heilen. Das ist hier der Vorteil an dem Speicherpunkt. Hä? Seit wann kann man sich einen Tipp geben lassen? Ich speichere nochmal. Dieses ewig lange andauernde Speichermenü. Das ist echt... doof. Das hätte man besser lösen. Ich halte mich jetzt einfach auf der Seite hier, weil ich weiß schon, dass das Ding da hinten so rausschießt. Was? Jetzt kam da eben auch noch eins raus. Was soll denn das? Überall fallen. Alles will mich umbringen. Okay. Ah, die Kräuter, ich kann sie... Was habe ich denn im Inventar, was ich weglegen kann? Warum kann ich sowas hier? Diesen verbeulten Topf nicht weglegen. Das brauche ich nicht. Das ist Cholla. Heilt 3 Stufe 1 ZB bei ein... Was? Heilt 3 Stufe 1... Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Was packe ich denn dafür weg? Gar nichts. Dann schmeiße ich den Gegenstand halt weg. So wichtig ist mir das eine Kraut jetzt auch nicht. Falsche Richtung gedreht. Ich möchte Fortschritt haben in diesem Part. Ich möchte etwas geschafft haben. Die Musik ändert sich dramatisch. Ist das eine Tür? Nein, das ist... gehört zur Deko. Ich traue diesen Gesichtern einfach nicht mehr. Und nochmal ein Kampf. Okay. Ich weiche diesen Gesichtern jetzt... Ja, seht ihr? Seht ihr? Die sind alle böse. Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Offenbar in ein großes Nichts. Gah! Sieh nur dort! Ich kann keinen Grund sehen! Fürchterlich! Und das sagt er mit einem lächelnden Gesicht. Und hoch! Sind aber schon cool, diese Domruinen.
ist das, das der Rand der Welt? Ach nee, der Rand der Welt war ja so eine Mauer. Ist das ein Knopf? Ein Fahrstuhl ist das. Okay, das ist wieder so ein extrem großer Dungeon und ich habe keine Ahnung. Da geht's wieder zur Clip. Okay. Das klingt immer so, als ob da jemand so zwischendurch kichern würde, finde ich. Was ist das? Das ist eine blaue Pille. Heilt 20 ZP. Alle Stufen. Dafür lege ich was aus dem Inventar weg. Was ist das hier eigentlich? Sprett. Riecht nach... Nee, weg damit. Zack. Auto. Zack. Dafür kommt dann die ganze Kacke weg. Sowas Gutes, wie das, was ich gerade gefunden habe, das muss ich doch dann mitnehmen. Und in die andere Richtung war auch noch ein Weg. Bevor wir dann wieder nach oben gucken, ne? Wo geht's... Ist das denn überhaupt ein optionaler Weg? Das sieht mir gerade so unoptional aus. Dann gehe ich doch lieber erst oben lang. Das sieht mir ebenfalls nicht optional aus. Das ist jetzt aber doof. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang gehen muss und wo Bonuskram ist. Ich möchte lieber erstmal da lang gehen, wo Bonuskram ist. Also gehe ich erstmal nach unten. Und suche mal hier nach Bonuskram. Das war die falsche Richtung. Das war die falsche Richtung. Da brauche ich gar nicht lang gehen, weil da sind nur die Klippen. Zack. Den ganzen Weg wieder zurück. Da rein. Und hier jetzt gegen die Gegner kämpfen. Jofena ist eine Stufe aufgestiegen. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt noch hier um diese Schleime. Und jetzt bin ich im Hinterhalt. Ich würde sagen, ich mache noch diese Schleime und danach beende ich an dieser Stelle den Part. Kann sie noch? Nein, kann sie nicht. Dann brenne. Das macht jetzt, das heilt die wahrscheinlich jetzt sogar, weil es rote Schleime sind. Nee, es macht tatsächlich Schaden. Sie greift ganz normal an. Justin, kannst du noch Feuersäule? Nein, auch brenne dann. Auf den hier, der liegt sehr mittig. Mal gucken, was davon alles noch mitgerissen wird. Nur die drei da oben, okay. Ich hoffe, die sind damit auch erledigt. Sind auf jeden Fall nur noch die beiden hier da. Mal gucken. Du machst noch Brenne. Weiter aufleveln. Und bumm. Tot. Gut. Alright, we won. Dann beende ich hier an dieser Stelle diesen Part und wir erkunden die Domruinen beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.